Hallo ihr Lieben, hier sind wieder Sammy und Renate. Wir hatten gerade eben ein Video gedreht mit der neuen Brand News Box und das ist Sammys absolute Lieblingsbox. Wahrscheinlich wegen der Holzwolle, das raschelt so schön, ne? Und die lassen wir Ihnen jetzt auch noch. Aber eigentlich geht es jetzt um ganz was anderes. Ich habe bei der lieben Pinkabell, Steffi, gesehen, die hat so schöne Paletten, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Schaut euch die Videos mal an. Die hat Highlighter-Paletten und Highlighter-Herzen und alles Mögliche. Und Bronzer und Blushes und Lidschattenpaletten ohne Ende und so schöne. Und dann hat sie welche aussortiert und dann habe ich gesagt, wenn du die aussortierst, dann sag mir aber, wo du die hin tust. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann gesagt, bitte, bitte, ich kaufe dir aussortierte Paletten ab. Da ist ja nichts dran, ne? Die hat ja kaum benutzt. Und habe gesagt, sie soll mir einfach eine kleine Mischung an Paletten machen. Ich habe ihr das dann bezahlt. Und hier ist das Paket. Das war schon gestern da, aber da ging es mir so dreckig mit Fieber und so. Ich bin nämlich super erkältet, aber ich bin so neugierig. Ich muss jetzt da reingucken. Wir haben es schon aufgemacht oben und die Adressen weggemacht. So, damit. Das geht ja keinem was an, aber so sieht das Päckchen innen aus. Bin schon sehr gespannt. Lass mal Duftpolsterfolie. Tun wir mal weg. Und die hat alles eingepackt. Oh, guck mal, wie schön. Richtig mit Geschenkpapier, auch so süß. Und eine süße Karte. Und da steht, hallo liebe Renate, ich hoffe, dass dir die Paletten gefallen, die ich für dich ausgesucht habe. Ganz sicher, denn die haben mir alle gefallen, die du aussortiert und garantiert auch die ausgesucht. Ich bin mir ganz sicher, dass sie bei dir ein neues und gutes Zuhause finden. Aber ganz bestimmt, Sammy, ne? Ich lasse dir ganz liebe Grüße da, deine Steffi. Oh, wie süß. Und so ein Blümchen hat sie noch gemacht. Ein Herzchen und ein Blümchen und ein Smiley. Ganz süß. Da freue ich mich. Und jetzt freue ich mich aufs Auspacken. Ihr auch? Sammy, du auch? Ich habe schon ein Messer hier, weil ich ja eben die Brandnussbox aufgeschnitten habe. Wo schneiden wir denn da auf? Einmal hier. Und oh, da ist aber viel Kleber. Viel Kleber. Und das bei mir, ne? Soll ich es aufreißen? Ah, geht so. Ich kann es abziehen. Weil bei mir immer die Gefahr besteht, dass ich mich irgendwie schneide oder so. Ich bin wirklich nicht gut im Öffnen von irgendwas. Sammy. Meine kleine Undine liegt neben mir. Nee, die denkt, hier gibt es Gott weiß was Gutes. Also die ist gar nicht klein, die ist groß. Aber ich sitze auf dem Barhocker und deshalb. Jetzt kommt die erste Palette. Achtung. Möchtest du das Papier haben, Sammy? Eine Revolution Palette. Die ist aber schön. Guck mal. Ich habe von Revolution noch gar nichts. Und da ist, Steffi hat noch kaum etwas davon. Sammy guckt sehr genau. Möchtest du riechen, Sammy? Daneben geht gerade das Nagi rum. Möchten wir das swatchen? Willst du gucken? Guck. Gut. Oh, so schöne Farben, so schöne Farben. Guck mal. 1, 2 und das Gold auch. Wow. Ich habe jetzt oben Bronze, dann das Dunkelgrün und das Gold mal genommen. Da legen wir das hier. Ich bin ganz aufgeregt, Leute. Ich bin ganz aufgeregt. Na, sind das tolle Töne? Ich glaube, ich muss mir gleich ein Läppchen noch besorgen, ein feuchtes. Hm? Ja. Nee, ich will das jetzt nicht an der Hose abwaschen oder so. Nächste Palette. Hm, an der Seite muss ich aber auf jeden Fall aufschneiden. Ich kann immer gar nicht mal erkennen, ob das so lang oder so lang geht. Ja. Oh, Steffi, du hast so doll zugeklebt. Ich glaube, du
bekomme gleich noch eine Zauberhand. Ein feuchtes Läppchen. Oh. Eyeshadow-Palette. Es tut mir leid, ich musste das jetzt kaputt machen. Da steht da G-Day Sydney. G-Day Sydney. Ich weiß nicht, ob ihr die auch haben möchte. Habe ich noch nie gehört. Ah, danke schön. Dankeschön, mein Schatz. G-Day Sydney von Essence. Mit Spiegel drin. Aber da gibt es ja eine kleine Abdeckung für. Na, ist die schön? Die ist wunderschön. Ah, oh, da ist ein Türkiston drin und so ein ganz heller, hellblauer. Und oh, ich nehme den dunkelbraunen mal noch dazu. Dunkelbraun. Wow. Da. Die drei Töne habe ich jetzt hier genommen. Richtig klasse. G-Day Sydney. Ich bin total aufgeregt, Leute. Bis jetzt habe ich nämlich so gut wie gar keine Palette. Außer das, was in den Beautybox und Glossybox und im Glossybox Adventskalender war. Ja, und dann habe ich ja vor ein paar Tagen, da hatte ich bei Douglas bestellt und habe die Partypalette bestellt für euch. Und eine für mich. Was steht denn da? Revolution by Petra. Bei Petra. Weiß nicht. Ich bin echt doof, ne? Ich kenne das gar nicht. Wow. Boah. Habt ihr sowas schon mal gesehen? So viele tolle Farben auf einmal. Ich glaube, da war die überhaupt nicht dran, die Steffi. Da ist nichts weg. Gar nichts. Wie konntest du so eine tolle Palette weggeben? Oh, ich mach mal das Pink. Und das Glitzernde. Ah, die haben auch Namen. Ich gucke nur von der verkehrten Seite. Aber ist nicht schlimm. Sweet. Sweet Tooth. Süßer Zahn. Ja? Soll ich die zumachen zum Hinlegen? Ja, ne? So. Ach Steffi, du bist immer so gut organisiert, wenn du Paletten vorführst. Du hast immer dein Läppchen da unten und keiner merkt's. Und ja, vielleicht kann ich das in 2 Jahren auch machen wie du. Wow, hä? Tolle Farben. Ich bin nicht nur aufgeregt, ich bin auch ganz begeistert. Und ich habe gesagt, also Paletten von allem, ist egal. Hm? Lidschatten, Highlighter, was auch immer. Und falls hier irgendwas drin ist, was ich dann da bei Douglas bestellt habe, das sehen wir ja dann gleich, dann würde das euch zugutekommen, das, was ich da bestellt und noch gar nicht angefasst habe. Ich habe das nämlich aus weiser Voraussicht dann nichts davon angepackt, weil ich dachte, vielleicht, dann würde ich das nämlich verlosen. Dragon's Heart, davon habe ich wenigstens schon mal gehört. I Love Revolution. Gesundheit. Ich hoffe, danke. Ich habe mich nicht angesteckt. Also I Love Revolution. Und wow, da sind auch klasse Farben drin. Da. Ein Lila. Hatten wir noch gar nicht jetzt. Ne? So ein Fliederlila und ein dunkleres Lila. Und komisch, da tut mir im Moment gar nichts mehr weh, weil das so schön ist. Ich heb das mal da hinten. Ja, du brauchst mehr Lappen. Ich brauch mehr Lappen, ne? Ja. 1, 2, 3. So feine Farben. Mein Schatz hat das unterschätzt. Und ich glitzere überall. Jetzt schon. Ja, Steffi, ich muss mir das bei dir mal abgucken, dass der Lappen irgendwie da unten ist und keiner merkt. Das wäre schön, ne? Und
alles so süß eingepackt. Danke, danke, danke. Du bist echt ein Schatz. Dass du das überhaupt gemacht hast, finde ich klasse. Du hast echt sehr dehnbaren Tesafilm. Der geht noch leider nicht kaputt. Der lässt sich dehnen. Bist du denn? Revolution Pro. Oh, wow. Das sind so marmorierte Farben. Wow, guck mal. Regeneration Trends Celestial. Mhm. Schick, schick. Dann nehmen wir natürlich mal von den marmorierten Farben was. Ah, das. Was ist das? Eclipse und System, das ist so ein Grün. Und Astronomy. Und ich muss auch das Blau Earth. Oh ja, das sieht wirklich aus wie so ein Blau, ne? Von der Erde aus dem Weltall. Ich gebe das mal ab und mache den Ärmel hoch. Da ist die Erde. Da ist die Erde. Und dann kommen die anderen Farben. Und die glitzern. Und ich glitzere all überall. Aber wirklich total. Du musst nicht mit dem Kopf schütteln, das ist ja irgendwie der Sinn der Sache, dass man glitzert. Du musst ja nicht glitzern. Hauptsache ich glitzere. Habe ich euch erzählt, was mein Mann neulich gesagt hat? Ich habe es schon mal erzählt, ne? Aber vielleicht hat der andere, ein oder andere das nicht gehört. Wir unterhielten uns so über Schönheit und er sagte, du bist doch schön, wenn du geschminkt bist. Ja. Und er meinte, ja, dann meinte er, dann wäre ich noch schöner. Er ist ein ganz süßer, lieber Mann. Der Beste. Was bist du denn? Du kommst gar nicht da raus, ne? Steffi, die wollte bei dir bleiben. Du sollst nicht mit dem Kopf schütteln. Ich kann da gar nichts für. Ich glaube, das ist die rosa Palette. Oh, wie gut, dass ich die nicht angepackt habe. Royal Party. Ja, Royal Party. Die habe ich nicht angepackt. Ich habe die in einem der folgenden Videos. Wie gesagt, ich hatte die bei Douglas bestellt und habe gleichzeitig die... Ja, die ist so Schwarz-Silber-Palette. Ich habe vergessen, wie die heißt. Auch Party irgendwas. Die verlose ich ja in diesem anderen Set. Ja, dann könnt ihr euch schon mal darauf gefasst machen, dass ihr demnächst auch diese, nein, diese ist jetzt meine, aber die andere, die ich noch nicht angepackt habe, dass ihr dann, also die gleiche wie diese, dann auch gewinnen könnt bei mir. Mal gucken, zu welchem Video ich das verlose. Ja, da ist jetzt ein Spiegel drin. Das ist jetzt blöd. Moment. Aber so kann ich euch doch mal so ein bisschen zeigen, was da drin ist. Ha? Kann man das sehen? Gut. Wie gesagt, ich respektiere das absolut, wenn jemand nicht ins Internet möchte. Aber da müssen wir jetzt auch mal. Ah, das Lila ist ja geil. Und das ist ein toller Ton. Ah, die sind alle tolle Töne, ja. Die haben auch Namen oder Nummern. Ich weiß nicht. Es ist sehr klein geschrieben. Namen oder Nummern. Auf jeden Fall sieht allein die Palette schon absolut klasse aus. So gut, dass mein Arm noch ein bisschen länger ist. Da habe ich jetzt diese. Einmal drüber gewischt. Ich denke mir, wenn ich öfter drüber wische, dann wird es auch mehr noch. Klasse. So, schnell am Läppchen. Ach ja, die blöde Erkältung. Jetzt habe ich bestimmt Glitter im Gesicht. Ist egal. Ein bisschen Schwund ist immer. Ich möchte eigentlich nie Nasentropfen nehmen, weil ich da so eine Angst habe, dass ich da abhängig von werde. Aber momentan nehme ich tatsächlich dann dreimal am Tag
Nasentropfen. Sonst ist nämlich alles total dicht. Und das kann ich nicht leiden. Und das ist eine von den süßen Chocolate-Paletten, von denen ich so viel gelesen habe. Und noch nie habe ich eine gehabt. Light and Glow. Ist die niedlich? Die sind alle so super niedlich, die Chocolate-Paletten. Da ist jetzt auch ein Spiegelchen. Aber wir haben ja die schöne Karte. Und da sind die beiden Töne. Ich habe abgewischt, ja. Jetzt ist feucht. Moment. Trocken. Und man macht dann immer so. Wie kann man nur so verpeilt sein, ne? Ganz tolle, schicke Highlighter. Ganz. Also nicht so aufdringlich, ne? Schön, sehr schön. Wisch, wisch. Und da kommt noch was Großes auf uns zu. Das ist wie Weihnachten. Nur, dass ich Weihnachten eigentlich nichts geschenkt bekomme, weil wir uns untereinander alle nichts schenken. Das ist auch vernünftig so. Insofern ist das also von den Sachen her noch besser als Weihnachten. Highlighter Wardrobe. Highlight Collection von I Love Revolution. Wow. Ohne Spiegel. Ich kann das also einfach zeigen. Das ist ja total verrückt, ne? Da sind zwei in einem Pfännchen. Und da ist sowas ganz... Wenn, dann musst du die auch zu mir hinkippen. Kipp. So, ich habe jetzt mal hier reingedrückt. Ich bin kein... überhaupt. Aber sowas von gar kein Profi im Zeigen von irgendetwas derartigem. Das seht ihr ja schon daran, dass ich bisher sowas gar nicht hatte, ne? Ich bewundere das sehr. Ich hätte mir das ja wirklich gut abgucken können, jetzt wie zum Beispiel die Steffi das macht und so viele andere. Aber das ist mein erstes Mal und ich bin aufgeregt, wie das so ist beim ersten Mal. Ja, und deshalb ist das... so gar nicht professionell, aber es macht mir Spaß. Nächste, wie viel haben wir denn da schon? Wie viele haben wir denn da schon liegen? Kommen so viel vor. 8 Stück. Tatsache. Ich habe nämlich gesagt, das sollen wir 10 Stück machen. 10 Stück verkaufen. Ich glaube, die Steffi hat noch welche da. Also ich werde es gleich der Steffi verlinken. Also wer dann auch noch mal möchte, vielleicht. Ich wollte ja gerne überrascht werden, aber man kann auch sagen, Steffi, ich hoffe, das ist dir recht. Wenn nicht, dann sag das einfach. My Little Girl von Essence, Highlighter Palette. Und da ist wieder ein Spiegelchen. Oh, die ist so süß hier. Das habe ich schon gesehen im Internet. Also ich komme ja nicht groß raus zum Einkaufen. Für mich ist immer das Internet. Da ist sogar eine Krone eingedruckt, eingeprägt. Kann man das sehen? Vielleicht war hier auch Krone eingeprägt. Das kann sein. Ja, das reibt sich natürlich ab, ne? Macht ja nichts. Hier an der Seite. Boah. Da. Das ist aber schon mehr als Highlighter. Meine Herren. Meine Herren. Ich bin schön ruhig. Ich freue mich so darauf, wenn ich nicht mehr so schwitze und erkältet bin, dann kann ich das alles auf einmal in mein Gesicht packen. War ein Witz.
im Trubel. So süß. Boah. Ich weiß nicht, was es ist, aber wow. Revolution, Make-up Revolution, and then Shook heißt das Ding. Boah. Boah. Der Schnee ist so süß. Da ist ein großer Spiegel. Was machen wir mit großem Spiegel? Wir verdecken ihn. Diese Aufwälte packen. Boah. Könnt ihr das sehen? Was für irre Farben. Was fällt euch direkt ins Auge? Mir auch. Das Grün und das Rot. Und das Dunkelgrün auch. Grün. Boah. Dunkelgrün. Leave it out. Aquatic heißt das helle Grün. Leave it out. Das dunkle Grün. Und oh, die sind alle so schön. Ich nehme mal Feature. Das ist so ein pink-lila Glitzerton. Wow. Wow, wow. Was für ein Schatz. Die packen wir jetzt mal hier an die Seite. Wow. Wow. Da sind die drei Farben. Kann man die sehen? Irre. Also, liebe Steffi, toll. Einfach toll. Einfach toll. Vielen, vielen, vielen Dank für die ganze Mühe, dass du das mal alles eingepackt hast. Hier ist so großartig. Du hast so viel Papier hier. Also, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, sehr darüber. Das ist super toll. Also riechen an denen. Hm? Ja, Wahnsinn. Hm? Und ihr könnt euch schon mal freuen. Demnächst könnt ihr auch diese Royal Party Palette bei mir gewinnen. Bei einer neuen Verlosung. Und aktuell läuft diese andere, diese schwarze, silberne Palette. Bei einem der letzten Videos. Douglas heißt das Video, genau. Ja, wie gesagt, ich verlinke euch die Steffi. Pinkabell Beauty heißt der Kanal. Das ist eine super Liebe, die macht ganz tolle Videos. Das ist Snuggy. Der muss jetzt auch mal gucken. Der kleine Riese. Hm, Snuggy. Wo ist der Snuggy? Der Sammy, der schnarcht. Oh, da hat er wieder Angst. Oh, Snuggy Bär. Okay, ihr Lieben, dann lassen wir den Sammy ein bisschen schlafen in seiner Kiste. Ich wünsche euch alles Gute. Lasst euch nicht anstecken von nichts. Passt auf mit dem Norovirus, mit Erkältung und allem. Viele liebe Grüße von uns allen. Elfi schläft oben. Ansonsten sind wir vollzählig. Bis demnächst. Tschüss. Sehr mühlein.